So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Durch die. Erstmal nochmal kurz der Risikohinweis. Ja, durch den Feiertag ist halt im europäischen Handel jetzt ein Tag weniger da und hat ein bisschen dann. Oder kann den Markt jetzt ein bisschen verzerren. Ja, weil Amerika ja gehandelt hat. Und ja, ganz zu Wochenbeginn gestern. Also Sonntag-Nachthandel bzw. Montag-Morgenhandel waren die US-Future im Minus, konnten aber dann im Tagesverlauf, also seit eben dann 1 Uhr, sukzessive ansteigen und dadurch eben, das schauen wir halt ganz kurz auch im S&P 500 an, Index an, da war, wer das Video gestern jetzt nicht gesehen hat, was ich noch veröffentlicht habe, weil ich auch den ganzen Tag noch unterwegs war, hat jetzt hier die Kaufzone aber eben nur vorbörslich erreicht, die ich am Freitag eingezeichnet hatte und stieg dann ja dynamisch an. Dadurch ist im DAX heute früh ein Gap entstanden. Als das Video gestern noch lief, war die Indikation bei 9.960, aber ich habe schon im Video dann besprochen, höchstwahrscheinlich wird er dann über 10.000 eröffnen, einfach über hier im Stundenchart über dem EMA 200 und über dem Rainbow dann. Ja, so ist es dann eben gekommen, stieg dann eben an bis 10.080 oder 81 Punkte. Und hier gab es dann jetzt einen stärkeren Rücklauf. Und jetzt hier nochmal, oder was eben diese Woche möglich ist, oder was man auf diese Woche eben achten soll, wäre eben, wenn man jetzt hier im Stundenchart im S&P anschaut, kann hier jetzt wirklich eine Aufwärtswelle gezählt werden und jetzt hier eben die Rückläufe, die jetzt auch im regulären Handel noch eintreten sollen, ja, Richtung 2060 Punkten in etwa, dann wäre hier schon ein schöner Widerstand, Horizontalwiderstand da, wäre hier die Aufwärtsbewegung etwas korrigiert und dann muss erst einmal der Blick wieder nach oben gerichtet werden, höchstwahrscheinlich. Ja. Also dass es einfach schön dynamisch weiter nach oben geht. Und im DAX sind für mich jetzt erstmal definitiv, aber auch nur vorsichtig, ja, Rückläufe, jetzt erstmal Kaufkurse. Ja. Ob jetzt hier, ja, das Gap von heute Morgen geschlossen wird, darf eher bezweifelt werden. Nochmal ein Dip vielleicht auf die 10.000, dann könnte man einen kleinen Long-Einstieg wagen. In meinen Augen nur ist es halt dann schwierig, den Stopp anzusiedeln. Ja, ein 100-Punkte-Stopp, um nicht gleich wieder vielleicht unglücklich ausgestoppt zu werden. Sollte man aber einplanen dann. Wäre jetzt kein 100-Punkte-Stopp ja, einnehmen will, muss dafür halt in den unteren Zeitebenen nach irgendwelchen Unterstützungen schauen. Ich meine, hier natürlich eine Gap, ein Gap Close, beziehungsweise dann ja hier jeder 30 Minuten Schlusskurs dann unter dem Rainbow wäre dann auch schon mal eher ein Zeichen von Schwäche. Also könnte man auch hier knapp unter 9.950 vielleicht den Stopp ansiedeln, aber eben nicht direkt, weil es natürlich mit einem Rutsch erstmal auch das Gap bzw. hier unten nach unten schießen könnte, also einen kleinen Ausverkauf und dann war es das. Also hier ist es auch im Prinzip fast jeder Rücklauf ist natürlich schwierig, da beim richtigen antizyklischen Einstieg einen Stopp zu wählen, der jetzt nicht auf Stundenschlussbasis oder wirklich auf eindeutigen Tiefs dann liegt, ja. Deswegen hier wäre jetzt auch, wie gesagt, ein Rücklauf knapp an die 9.990 Punkte, also knapp unter 10.000 Punkte eben denkbar, um dann was zu finden. Erstmal zu den Forex-Setups noch, weil die Seite auf ist, hier Pfund gegen kanadischer Dollar, hat sich hier dann jetzt schön gehalten und ist jetzt dynamisch nach oben ausgebrochen. Das war jetzt hier im großen Chartbild im eine Aufwärtsbewegung, vielleicht auch eine 1, ja, ob jetzt hier 1 oder A oder dann eine C-Kauf folgt, also über dem Hoch sollte definitiv noch mehr Kaufdruck kommen, um ja das Kursziel dann, was hier angegeben ist, zu erreichen.
beim Pfund gegen US-Dollar. Hier ist eben auf Tagesbasis leicht die Rainbow-Unterkante unterschritten worden. Hier war aber auch für mich eigentlich eine schöne horizontale Unterstützung da, die eben leider eben nicht hielt auf Schlusskursbasis, sowieso auch nicht und auch nicht direkt. Der erste Anlauf war hier exakt und dann aber nicht. Und heute geht es dynamisch nach oben. Wer jetzt hier noch investiert ist und den Stopp ein kleines bisschen weiter gesetzt hat, ja, hier war ja noch eine andere horizontale Unterstützung eingezeichnet. Oder wenn man jetzt hier direkt diese Trendlinie genommen hat, dann ist es wirklich fast punktgenau. Hier gab es einen Rücklauf. Also war hier einfach der Stopp von mir schlecht dann gewählt. Aber sonst könnte eben das Chartbild dann so passen, dass wir jetzt nochmal Richtung 1,48 laufen. Beim Pfund gegen neuseeländischer Dollar bleibt der schön im Rainbow. Da wurde ja nun erstmal hier eingestoppt, beziehungsweise gekauft, verkauft durch die Umkehrkerze, neu eingekauft. Und jetzt hier liegen wir in der Widerstandszone. Wenn die jetzt hier auf Schlusskursbasis geknackt wird, wer also nicht investiert ist, kann auf die Marke auf Schlusskursbasis achten. Und dann sollte es hier ja, neue Kaufaufträge bzw. halt eine dynamische Aufwärtsbewegung nach oben erschließen. Beim Euro-US-Dollar, ja, da ging leider hier das Setup eben hier nicht auf und ist auch noch unter diese, ja, für mich eigentlich markante Unterstützungszone gefallen. Die hat jetzt zurückerobert, also hier lasse ich erstmal das Währungspaar. So, daneben zu Gold und Silber. Gold hat jetzt hier bislang heute auch ja, eine recht fiese Tageskerze, nachdem gestern ja auch ein Shootingstar hier produziert worden ist. Da bin ich immer noch am Schwanken, wie jetzt gestern im Video auch, ob man jetzt hier doch mal ja, die Gewinne noch mitnehmen soll. Ja, ist schwierig. Aber vielleicht eben auch kein Aktionismus und einfach in der Position drin bleiben und ja, den Stopp beziehungsweise dann das Nachkauflimit vielleicht wahren. Silber korrigiert eben auch noch seitdem der Silberpreis die 18 US-Dollar-Marke erreicht hat, korrigiert der Silberpreis. Und hier könnte man eher eben auch einen Ausbruch dann vielleicht wirklich spekulativ eben reingehen, weil hier passt ja alles. Wir haben ja immer long gehandelt und bislang spricht eigentlich nichts dagegen, dass nicht die Aufwärtsbewegung zeitnah fortgesetzt wird. Aber man kann eben auch hier nochmal, wie gestern, beziehungsweise nicht gestern, letzte Woche erwähnt, liegt ja hier ein Kauflimit bei 16,60 rum. Also auch mal abwarten, was eben die US-Märkte heute noch machen. Bei den Aktien ganz kurz ist eine Deutsche Telekom jetzt hier von der Unterstützung schön nach oben gegangen. Die Deutsche Post hat hier das Kursziel erreicht. Die BMW-Aktie, hier war eben der Dividendenabschlag. Wenn man den jetzt wegrechnet, hat hier die Unterstützung eben auch gehalten. Der erste Move war exakt so bestimmt worden. Der Rücklauf jetzt war hier auch etwas stärker. Genauso wie bei der SAP-Aktie. Ging schön nach oben. Hier wurde dann das Gap geschlossen, hätte aber eigentlich nicht so tief fallen sollen. Muss man jetzt eben hier sehen, ob der Rainbow-Indikator hier überwunden werden kann auf Tagesbasis von der SAP-Aktie. Die Daimler-Aktie hält sich gerade noch immer noch über dem flachen Aufwärtstrend. Allerdings hier ist eben auch wenig Dynamik zu sehen als Aufwärtsdynamik. Ist eher kritisch, also hier, wer investiert ist, den Stopp in meinen Augen echt relativ eng nachziehen. Ja, darunter sieht es nicht besonders erstmal prickelnd aus. Ja. Also neues Tief, klar kann es auch nur ein kleines Tief noch sein, aber dann gibt es auch neue Einstiegssignale, wenn es hier ein Fehlsignal sein sollte, wenn es hier nach unten durchbricht. Aber aktuell wird mir das definitiv nicht gefallen, wenn die Daimler-Aktie nach unten
wegbrechen sollte. Monatschart wäre hier noch an der Rainbow-Unterkante was möglich, dass es dann wirklich auch hier hält noch. Aber da muss man eben dann abwarten. Danke fürs Zuhören und ich melde mich dann später wieder. Danke.